und damit hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr seht, der Herr Okami wagt sich aufs Schlachtfeld. Sowohl Single wie auch Multiplayer werde ich da wohl umsetzen. Primär war ja nur der Multiplayer geplant. Haben jetzt gedacht, zumindest teste ich mal den Singleplayer an und gucke mal, ob er für mich aufnahmetaugliches Material liefert oder ob ich da nur am Fällen bin. Ja, und dann wollen wir einfach mal schauen. Kampagne, ich habe jetzt eben schon mal ein bisschen rumgespielt wegen Grafikeinstellungen so. Muss sagen, es ist geil. Ich könnte theoretisch auf Ultra aufnehmen. Da würde ich aber ganz knapp an der 30, also wirklich an der 30-Frame-Grenze gerade so darüber hin und her hopsen. Daher habe ich das dann einfach jetzt nur auf hochgestellt. Performancegründe halt, vor allem im Multiplayer möchte man ja doch nicht mal aus Versehen wegen der schlechten Internetanbindung einen Frame-Einbruch oder so haben. Aber wenigstens, wie gesagt, habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Noch nicht viel gemacht. Soweit alles eingestellt. Muss auch sagen, ich muss mal gucken, es gibt ja auch schon wieder neue Updates für die Grafikkarte. Treibermäßig, die hier 20-40% Leistungssteigerung bringen sollen. Also 20% glaube ich sogar. Beziehungsweise irgendwer hat was von 40 gesagt, ich glaube die 20 war offiziell, aber das ist ein Beta-Treiber, da bin ich immer so, aber überhaupt mal gucken, vielleicht kann ich auch meine Treiber überhaupt mal wieder auf eine neue Version bringen. Also, Mission, ja, wir wollen wiederholen. Denn wir wollen ja, wenn von Null anfangen, und ich muss auch gleich dazu sagen, da werde ich jetzt am Anfang hier die Musik rausschneiden, das weiß ich jetzt schon. Aber legen wir doch einfach mal los. Lade, 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 lade. So, und ich will jetzt im Endeffekt erstmal nur eine kleine Aufnahme machen, so ein, zwei Ründchen. So viel Zeit habe ich jetzt im Moment auch leider nicht, um halt erstmal ins Spiel reinzukommen. Ich werde wahrscheinlich auch die Steuerung anpassen müssen auf mein gewohntes, weil ich glaube, ich habe eben schon gesehen, Messern ist, glaube ich, auf F, was ich ja immer anders lege, nämlich auf die Maus. Genau da haben wir das Lied, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich da was machen werde. Also so schön es auch ist und ich werde es wahrscheinlich rausschneiden und mit einem anderen übertünchen, soweit es irgendwie möglich ist. Wird dann, wenn sie anfangen zu sprechen, die Protagonisten ja ein bisschen komplizierter. Für die, also falls ich es rausgeschnitten und ersetzt habe, es ist Bonnie Tyler Turnaround. Okay, da fängt zum Beispiel das Reden an. Ja, genau, hier ist das Problem. Also, das Problem ist jetzt halt auch, dass ich, wenn ich das hier schneiden würde, entweder ich drehe hier den Anfang wirklich mega leise, dass man es nahezu nicht hört. Oder eine Möglichkeit, ich hoffe, dass die Stimmen von den Protagonisten einfach lauter sind als alles andere. Im Moment sind sie für mich auch noch ein bisschen laut, da muss ich glaube ich nochmal ein bisschen Einstellungsarbeit leisten. Können wir gleich nochmal kurz gucken. Ha, denn das ist ein bisschen laut, um dabei die ganze Zeit zu reden. Ich glaube, im Spiel selbst, wenn die Videos sind da noch mit der problematisch, da geht's aber, wenn ich da die Klappe halten sollte, sollte es wohl auch gehen. Also er sagt, bei der Musik muss ich irgendwas machen. Turnaround von Bonnie Tyler. Schönes Lied, passt auch stimmisch, von der Stimmung her hier super hin zu dem Anfang. Aber GEMA lässt grüßen und da habe ich ja halt kein Interesse dran, da irgendwelche Treffer zu kassieren. Oh ja, 40%. Mach mal damit, weiterspielen. Ist jetzt kein großer Unterschied, aber immerhin. Wir schauen gleich mal in-game. Ja, muss er sich das eigene Bein abbeißen? Wahre Worte. Schöner Revolver. Ja, ich glaube, länger werde ich jetzt mal nicht warten, sondern uns hier rausholen. Harte Entscheidung, würde ich mal sagen. In der Realität würde ich die nicht fällen wollen. Theoretisch ist es aber die beste Entscheidung, die er machen konnte, weil drei Leben retten, eines da lassen oder vier Leben, die verloren sind. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Es gefällt mir das Spiel. Bis hierhin. Wie gesagt, Steuerung werde ich wahrscheinlich noch so ein bisschen anpassen. Gerade dann auch für den Multiplayer. Muss ich da dann mal gucken, was habe ich denn so? Waffen habe ich, keine Munition, gar nichts. Ich bin wehrlos.
Ich glaube, Messer ja auch nicht. Ach du Schande. Spielmenü, ja, im Spielmenü, das fehlt ja jetzt hier, weil ich hier so ein kleines Stück schon gespielt habe. Da sagt er jetzt, im Spielmenü können Sie Ihre aktuellen Ziele einschauen, etc. pp. So, schauen wir uns doch mal weiter um. Ich habe auch schon gesehen, dass es hier irgendwelche Sammelgegenstände gibt. Das ist ja für mich das erste Battlefield überhaupt, das ich spiele. Daher bin ich schon auf den Multiplayer so richtig gespannt. Ich hab mich eigentlich auch dafür entschieden. Ah, das habe ich sogar eingesammelt. Das ist also übergreifend. Alles klar. Also ich habe mich dafür auch entschieden, das dann ein Noob auf dem Schlachtfeld zu nennen. Das Multiplayer-Projekt. Weil es doch am besten wiedergibt, was ich hier für einen Content liefern werde. Denn ich bin ein absoluter Noob in diesem Game. Noch viel mehr als nur das. Oh, hallo Freunde. Gehen wir mal hier rein, ne? Na, verdammten Daumen. Ey, wir schießen. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. Tief durch die Hose atmen, mein Kollege. Oh, ich hätte mir ein Hustenbeutel oder sowas hinpacken sollen. Und natürlich auch kein Trinken. Ah, mal schauen, ob ich das jetzt so hinkriege, dass man es nicht hört. Ah, ich glaube, es ist mir gelungen. Tief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, ja. Aber der Hals fängt langsam an zu kratzen noch. Blöde Erkältung. Ist schon hell draußen. Die ich ausbrüte. Weiß einer, wo Irish ist? Was ist denn der bei dir? Ich brech die Funkstelle. Tombstone 3, hier Tombstone Actual. Wo bist du? Irgendwas los zum... Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Behilfiger Feuerschutz für meinen Rückzug. Alles klar. Yeah, so, das erste, was ich jetzt noch mache, Sekundärwaffe und Scharfschützengewehr. Das ist richtig. So, ich habe doch, habe ich doch. Skyhead, M-Kammert, habe ich doch, Mensch. M-Kammert, ja, habe ich doch genommen. Lalala, fertig. Ich möchte jetzt nämlich gerne die Waffe eigentlich wechseln. Achso, ich habe noch keine Feuerfreigabe oder wie. So, jetzt ist es nochmal interessanter. Oh, ja, ich sehe sie. Und weg mit dem Kopf. Noch zwei links. Also, das wird auf jeden Fall schon mal lustig, mich an dieses Spiel zu gewöhnen. Es hier lebt immer noch. Na, Kleiner. Und du auch nicht. Wir spielen ja, wie ihr gesehen habt, auf normal, was mir wahrscheinlich auch sehr viel Spaß bereiten wird. Ja, los, holt ihn hoch. Und ich hole mir, glaube ich, nochmal neue Munition hier. Und, wie war das? Ja, auf F ist Messer und das möchte ich woanders hin haben. Optionen, Tastenbelegung, lalalala, zu Fuß, im Jet, zu Fuß werdet ihr viel sehen. Im Fahrzeug schon weniger. Jet-Helikopter, da werde ich mich, glaube ich, ganz arg zurückhalten. Eieieiei. Ja, Steuerung muss ich hier jetzt gucken, oder wie? Wo ist denn das jetzt? Gameplay? Waffenzoom, Zielfernrohr, Chat, lalala, nee, das ist alles was ganz anderes. Das muss also hier Tastenbelegung. Warum sehe ich hier so wenig unter? Ach ja, zu Fuß sollte ich vielleicht doch mal anwählen. Springen ist klar. Sprinten halten, stabiles Zielfernrohr. Ah, gut, merke ich mir gleich mal. Ducken halten. Ducken ein, aus ist mit X, das ist auch in Ordnung. Bauchlage ist mit Y, ist in Ordnung. Ducken ein, aus, Bauchlage halten. Da muss ich mal noch gucken. Schießen, ist klar. Zoomen, zwischen nachladen, ist auch klar. Wo ist das Messer? Messer auswählen ist 6, aha. Nahkampf, das ist F, genau die möchte ich dann bitte noch auf die Taste gelegt haben. Supi. Granate werfen möchte ich dann auch gerne noch auf der Taste haben. So hatte ich das, glaube ich, immer. Ich glaube, ja. Dabei belassen wir das jetzt auch erstmal. Weiterspielen. Ja, das gefällt mir schon mal besser. Jetzt drücke ich nie auf Granate werfen. Ich kenne mich, mein Talent. Und ich sollte mir ein Hustenbeutelchen holen.
ein Grund mehr, warum ich nur eine Kurzaufnahme mache, weil ich einfach nichts hier liegen habe. Es ist so. Selbst meine FFs sind leer, was mich gerade so ein bisschen ärgert. Aber das Scharfschützengewehr gefällt mir schon mal. Ich habe eben, wo ich es angetestet habe, dass. So. Weil ich habe vorher irgendwie das nicht hingekriegt, die Waffe zu wechseln. Da stand ich hier dann mit meinem kleinen bisschen Talent. Na komm, 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 komm. So, du bist weg. Habe ich jetzt überhaupt mal was getroffen von den Jungs? Nein, und da schießt einer irgendwo. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, habt ihr erledigt? Och Mann, oh, überlass mir doch mal ein. Also Battlefield, das... Wie gesagt, ich habe noch keinen der Battlefield-Teile gespielt. Wirklich noch nicht einen. Ja, dann scheine ich gut getroffen zu haben. Ich weiß nicht, ob ich durch die Wand schießen kann. Sieht nicht so aus. Ah, komm. Er lebt doch noch immer, oder? Ich möchte die eigentlich nicht aufnehmen. Können wir es mal machen? Einfach um sie freizuschalten. Sonst haben wir hier, glaube ich, keine neuen Waffen, die ich noch nicht gesehen habe, oder? Hier sind AK-12, AK-12, alles AK-12, alles klar. Was hast du, Junge? Auch. Sucht einen Weg. Weg gefunden. Ich weiß gar nicht, wo hier gespeichert wird, dann. Das ist auch noch so eine Sache. Zerstörung. Die Umgebung ist zerstörbar. Normale Waffenabschuss, kein Holz, Glas oder dünne Betonblöcke zerstören. Stabile Waffen erfordern hingegen. Alles klar. In Gadgets, die du beiden dafür vergesehenen Gadget-Slots ausrüsten kannst. Jedes Lager enthält spezielle Gadgets. Okay. 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 Problem ist, ich habe jetzt noch keine Ahnung, welche Tasten das dann am Ende sind. Ah, 3 und 4. Aha. Soll, schätze ich mal, diese Wand hier sprengen, oder, Jungs? Diese hier? Ja, seid ihr sicher? Okay. Platzieren. Lalalala. So, Jungs, haltet schon mal drauf. Feuer frei. Überhaupt nicht unauffällig hier. Also für so ein Sondereinsatzkommando. Ah. Ja, das habe ich jetzt schon mitgekriegt. 1, 2, 3 und 4. Wunderbar. T ist keine Ahnung wofür. V ist. Ah! Schussfolge. Schick deine Leute aufs Dach. Lass mich nicht warten. Hey! Hast du dich umgesehen, Brack? Das Gebäude. Ist eher eine Gebäudehälfte. Aha. Taktisches Visier. Komm schon, Brack. Das Sichtgerät ist echt hilfreich. Aha. Ach, mit T ist Zoom. Schornsteine? Keine Ahnung, was ihr meint, ist mir aber egal. Aber ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Da, da. Genau. Da, die. Okay. Hawkins sagte was von Feindbewegung. Ist da was? Ja, ach nee! Weg, was? Hättet ihr mich mal erstmal Rums machen lassen, ne? Das Gerät findest du auch Vorräte und Waffen. Okay. Bist du bereit, Wrecker? Ja. Vorräte, Waffen. Soll ich noch mehr gucken? Da sind Vorräte, lalalala. So, zweifach Zoom. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. So, wir sind mal wieder wie der Elefant im Porzellanladen hier gerade vorgegangen. Finde ich schon mal super.
Sturmgewehre haben wir jetzt ein paar mehr, wie es aussieht. Auch gut. Scharfschützengewehre leider noch nicht. Also ich werde bei den Waffen hier noch bleiben, aber... Ey, wer schießt auf mich? Hat das Ding hier eigentlich auch so? Wenn, müsste es ja über T sein. So. Na, der geht da.